los. Ich glaube jetzt auf 0. Jawohl, liebe Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Let's play Dead Spatze 3 im Koop. Und wir tanzen ein bisschen zur Begrüßung. Tanzen! Tanzen, na! Tanzen, auf den Boden gemacht. Hier, oh. Ich mach Hardstyle-Tanz. Shuffle. Wie geil das aussieht. Schön. Ja, wir haben, wir holen für uns das Maximale aus dem Spiel raus, ihr merkt es schon. Wir haben auf jeden Fall gestern noch mal ein bisschen geguckt mit den Waffen. Ich steig da nicht ganz durch, aber ich habe ein paar lustige Waffen gefunden in meinem Inventar. Die werde ich auch mitnehmen. Du hast ja die ganzen super Limited Edition Krams. Ich habe noch meinen Blaster und ich habe meinen Colt. Ich habe hier einmal so einen, mit dem kann ich so ballern. Und unten so. Hui! Oh, ich will auch. Ich habe halt nur diese Pistolenteile. Ja, geil aus. Und vor allem die hier, die rockt richtig. Pass mal auf, Leute. Wuhuu! Krabanzel! Achso, übrigens danke an, ich habe deinen Namen leider nicht mehr im Kopf, aber er hat gesagt, dass Nicole Brenner die Freundin von Isaac war. Genau, Nicole. Das habt ihr vielleicht jetzt schon öfter erwähnt, aber... Habe ich vorhin auch nochmal gesehen. Ich habe ja Dead Spatz 2 jetzt angefangen, endlich, Gott sei Dank. Dead Spatz, ja. Ja, okay, also Luna ist auch extrem lustig, vor allem schnallt er am Anfang nicht, was zu tun ist. Ich bin einfach dreimal gestorben bei diesem Rollstuhl-Typen. Drücke E, was? Ich hab das eh nicht gesehen. So, ja, das ist voll dumm, ne? Das ist ganz unten am Bildschirmrand, da guckst du auch nicht drauf. Wie kann ich da nichts machen? Lass mal los. Hä? Ich kann auch nicht. Ach jetzt. Partner wartet an der Tür. Danke, dass du es mir sagst, das Spiel. Okay. Ja, man sieht's ja nicht, ne? Nope. Oh, guck mal, das Licht, wie sich das hier überschneidet. Ich finde das so cool, ja, mit dem Grün und Rot. Oh. Ich fühle mich, wie an Weihnachten. Disco. Disco, Pogo. Ja, ich sag ja, wir holen für uns das Maximale raus, Leute, also... Wir albern einfach ein bisschen rum. Oh, ja. Da ist was gefallen. Ich glaube, das ist auch, weil du hast hier auch keine Schocker. Ja, wer ist er denn? Ich denke mal, alleine würde ich mich ja auch nicht großartig erschrecken, du? Manchmal vielleicht. Guck mal, der sieht aus wie so ein Tier, wie so ein Insekt, so eine Motte oder sowas. Ich habe ja bei dir nochmal ein paar reingeschaut. Und boah, hast du die umgenutzt, halt, ey. Schon die ersten 10 Minuten gruseliger als hier das ganze Spiel bisher. Leute, wir stecken in der Scheiße. Was ist los? Bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüften weg. Drücken wir Ihnen auf die Pelle. Schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Schau mal, hier ist noch was im Kasten gewesen. Okay. Wo? Ja. Ah, hier liegt noch was, Moment. Safe. Ah, ja, musst du immer mal zertanzen, die Typen, ne? Dann ja, dann kommt da was raus. Das habe ich auch. Das vergessen voll viele. Der happelt noch so ein bisschen rum. Nee, da treten wir einfach, dann hampelt er nicht mehr. Oh, den Stachel des der Liebe. Schieß auf die Gliedmaßen. Ist der ein Kino oder was? Ja, ist ein Kino. So, okay. So eine Art. Das komische Geräusch immer, hörst du das? Das hat irgendwie so eine schlechte alte Pumpe. Ach komm, ich lasse das Teil liegen. Ich möchte diesen Flock mitnehmen, den ich da jetzt aufgehoben habe von dem einen Vieh, von den Stacheln. Was? Guck mal hier, da an der Decke. Ja, hübsch. Mensch, ihr seid ja freundlich. Voila. Also Leute im Kino, fragen Sie mal, ob wir noch ein Eis haben möchten, bevor die Vorstellung anfängt. Ist das hier die Eisbedienung? Mein Eis. Mann, ich schieß mal eine Kiste auf den. Ich hab da grad Bock drauf. Ist er schon tot? Ja, ich hab zwei Dinger reingeballert. Bam! Okay. Hat nichts gemacht. Schade. Ich finde den Revolver irgendwie gar nicht so toll, leider. Ich finde die Knatterpeng, die ich gerade habe, auch nicht so wunderbar, aber geht schon. Man kann damit rumballern und das finde ich lustig. Oh, guck mal hier, ein Scuff-Artefakt. Scuff? Scuff. Scuff. ADM Marjorie Graves. Was auch immer ADM heißt, an gesamte Crew der CMS Roanoke. Ich möchte jedem einzelnen Crewmitglied für die Teilnahme an dieser historischen Expedition danken. Nie gab es einen würdigeren Grund oder düstere Umstände als die, denen wir uns heute gegenübersehen. Tanzen. Du bist die Animateuse. Zwar haben die meisten von Ihnen keinen Zugang zu den vollständigen Details dieser Mission, dennoch sollten Sie Folgendes wissen. Unsere Hoffnungen und Träume für unsere Zukunft, für eine Zukunft, stehen auf dem Spiel. Das Schicksal der Kolonien liegt in
ihren fähigen Händen. Du lenkst mich total ab. Ich finde diese Beleuchtungseffekte total genial, ey. Das ist Hammer, ne? Wie es aus dem Helm rausleuchtet, das sieht so cool aus. So ein bisschen wie als würde man jetzt mit so einer Lampe rumlaufen, so einer Laterne. Was, wo? Oh Gott, okay, jetzt bin ich doch ein bisschen erschrocken. Ich habe nicht so ganz hingeschaut, was es war. Oh! Da oben. Okay, warte, hier war noch was? Da ist noch einer. Also irgendwie ist meine Munition total nutzlos. Ich schieße auf die Beine. Ja, hier war noch was. Oh, ich spare voll viel. Das habe ich mir komplett angewohnt in Teil 2, das wirst du noch merken. Du musst viel mit der Stase arbeiten. Also, wie heißt's hier? Mit der Chinese habe ich viel gearbeitet in Teil 1. Was können die armen Chinesen dafür? Zwei. Die armen Chinesen. Die armen Chineskis. Plus 1 Feuerrate als extra. Kennt sich dann aus mit Chemie und Feiertagen im November. Im November. So. Im November. So, man braucht fast gar keine Taschenlampe mehr mit diesen Helmen. Das ist voll lustig. Ja, das ist extrem, ne? Ich glaube aber, das ist auch Absicht. Was ist denn das hier für ein Geräusch? An der Tür nochmal. Das ist die Tür. Die nervt mich aber voll mal ab. Hört sich an wie so eine schlechte Wasserpumpe, so eine alte, ne? So. Die schon verstopft ist und zu viel saugt. Saug. Feuer! Feuer! Ich sagte Feuer! Isaac! Wo zum Teufel sind sie? Was an der Übergangsröhre? Es kommen immer mehr! Sir, uns geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade. Halten Sie sie noch etwas auf. Oh, geil. Ich habe mal ein bisschen die Maussensibilität runtergestellt, weil ich habe gemerkt, das ist bei mir extrem. Extrem. Echt, ja? Ja, bei mir ist genau richtig. Wenn du Motion Sickness hast, so ein bisschen. Ach so. Das ist ganz furchtbar. Wieso kann ich das Tomatgel jetzt nicht aufsammeln? Ich drücke E. Hä? Jetzt aber. Wegen diesem Alt. Drücke Alt. Hui! Ja, das sag ich, das ist in Dead Space 2 ziemlich oft kommt das vor und das ist richtig lustig. Das war lustig, Alter. Oh! Hui! Da kommt was! Diese Baby schon wieder, die kannte ich ja im ersten Teil schon nicht leiden. Nee, das ist kein Baby, oder? Das ist ein Hund. Guck mal das Gesicht. Das ist ein Hundebaby. Hundebaby, oh. Oh, ein Welpe mit Tentakeln. Tentakel-Raypen, dein Welpe. Tentakel-Welpe, ja, genau. Wo seid's denn? Ach, da unten. Oh, voll erwischt. Ein Pennergesicht. Mach mal nicht, du Schweinevieh. Auf uns schießen, du. Kannst du nicht bringen. Wow. Oh. Ja, den kriegen wir doch aber. Jawohl, Skin. War da nicht noch ein dritter? Den habe ich gerade erledigt. Ach hier, da bei mir ist noch was. Guck mal, siehst du bei mir noch was rumfliegen? Ich habe dann eben was aufsammeln können. Das war, glaube ich, von dem dritten Viech. Ich guck mal eben. Ich finde das toll. Hui, hier so rumfliegen. Da ist noch was. Medipack. Da hätten wir noch irgendwas Leuchtendes. Ich flieg mal hin. Schnell, eine Kiste. Holt sie euch. Kaputt schießen. Ich hab die Kontrolle verloren. So ein Mattgel, super. Was, bei dir? Ja. Hier in der Kiste war somatisches Skill. Okay, ich sehe da nichts. Ach doch, hab's. Halbleiter. Oh, du hast einen Halbleiter, gut. Hui! Achtung! Ich ramm dich jetzt. Oh. Nein! Lass mich in Ruhe. Hui! Und landen! Das ist wunderbar. So cool eigentlich, ne? Stasi-Station. Gut, die brauchen wir zwar nicht mehr, also ich zumindest nicht. Man hat doch nur zwei, finde ich voll wenig. Oder liegt wieder ein Textjournal oder sowas? Ein Textlog. Textlog. Das habe ich noch aufgesammelt. Warte mal, ich kann den glaube ich auch lesen. Wie wechselt man nochmal diese. Ich weiß nicht, ich brauche schon wieder dieses Tür-Bug-Ding. Auf Tab oder so. Angehen es, Mahat, von Captain A. Belknap. Verzeihen Sie, ist das alles in Caps Lock geschrieben? Ist das normal? Ich glaube schon. Ich finde Caps Lock für anstrengend zu lesen, ganz ehrlich. Okay. Ja, ne? Die schreien dich dann immer an. Verzeihen Sie den übermäßigen Lärm, Sir, aber ich kann nicht viel anders machen, als die gesamte Hundestaffel zu sedieren. Die Tiere spielten verrückt, sobald wir in den Orbit eintraten. Einige haben bei dem Versuch, sich aus ihrem Käfig zu befreien, ihre Pfoten zerfetzt. Ich möchte darum bitten, sie so schnell wie möglich zum Planeten zu schicken. Es wird ihnen gut tun, wieder etwas Auslauf zu bekommen. Hunde sind den Menschen nicht unähnlich und solange eingepfercht zu sein, würde jeden in... Moment. Im Mausrad kannst du... Den Wahnsinn treiben. So. Diese Tür! Es ist schlimm, ne? Muss ich mir aufmachen, das ist was, finde ich, voll belastend.
Verlastend. Voll belastend, ey. Lass. Nee, ist so. Ich finde so eine Geräusche ziemlich belastend. Oh, da schon wieder, ey. So monotones Klackern oder irgendwas finde ich auch ganz, ganz furchtbar. Oh, hier ist wieder Dings gewesen. Somatisches. Nee, was war das? Doch. Energie, irgendwas. Bei mir war es Somatgel. Halbleiter habe ich da. Somat, war das nicht mal damals so ein Waschmittel? Ja, ich bin hier. Das sollte sie erstmal aufhalten. Gut, das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Elite-Koordinaten. Oh Mann. Okay, wir müssen da irgendwas machen scheinbar. Wir müssen jetzt, guck mal, Stromzufuhr. Oh, sieht aus wie der Hauptgenerator der Roanoke. Wenn ich ihn einschalte, sollte er die Aufzüge für die Übergangsröhren im gesamten Schiff mit Energie versorgen. Das ist ja nicht schlecht. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Das war übrigens wirklich so eine Kolonie. 1800, irgendwann 1806. Auf Roanoke Island. Und die sind irgendwann einfach verschwunden. Das waren 106 Kolonisten und die waren auf einmal einfach alle weg. Ja, schöne Anspielung. Was ist denn das hier? Da ist ein Stase-Ding dran. Oh, aha. Immer auf und ab. Die Bewegung solltest du kennen, ich mach die nächste. Achso, ich muss das runterhalten, okay. Ja, ich nehme den nächsten. Jetzt müssen wir hier ein bisschen frappieren. Ach, das meintest du mit der Bewegung, ja. So. Machen Sie eine typische Handbewegung. Hä, das geht nicht, Luna. Ach, schau mal, da oben ist so ein Rad, das musst du, glaube ich, drehen, guck mal. Komm mal zurück. Okay, Moment, ich versuch's. Das ist so ein Rad wie an der Tür, da ist nämlich hier diese blauen Pfeile, die im Kreis gehen. Aha! Koop. Ja, jawohl. Das ist clever. Ja. Klappt. Da kommt ein Baby, da kommt ein Baby, da kommt ein Baby! Schnell, schnell, schnell! Du machst einen Schuss, bam, weg ist, weißt du, und ich baller da 50 Trilliarden mal drauf. Ja, das ist halt der Colt, ne? Der ist richtig gut. So, ich halte dich mal nach unten so, und du machst. Mal. Ach, ich muss gedrückt halten. Ach okay. So, ich habe im Einzelnen gedrückt. Ja. Jetzt. Ah. Boah, ist das laut wieder. Oh, ich hab's so wieder nervig. Schön auf Leid. Oh! Da kommt noch einer. Oh, da, da. Hinter dir! Nein! Nein! Ich bin tot, Luna. Oh, fuck. Ich glaube, du musst mich wiederbeleben. Ja, Moment, mach ich gleich. Ich weiß, das Baby da kaputt. Oder was auch immer das hier ist. Ja, man geht wirklich schnell kaputt. Ich wurde zweimal getroffen oder so. Ich hab's gar nicht mal gemerkt. Da ist er wieder da. Ach, du hast mir Heilung gegeben. Also richtig Medipack hast du bei mir benutzt, ne? Müsste ich schauen. Ja, kann gut möglich sein. Ja, hast du noch viele? Ich hab eigentlich genug. Also ich hab 3 große und 4 kleine. Ich hab 2 mittlere und 1, 2, 3, 4 kleine noch. Okay. Ich hab ja viele warte verkauft mal. Und zu somatischem Gel verarbeitet. Weil ich dachte, wir kriegen nur so viel wie am Anfang, aber wird wahrscheinlich schon. Ich hab ein paar in den Spind gepackt und den Rest. Ah, okay. So. 2. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich wieder ein paar Airhälse. Was war das? Das klang auf jeden Fall groß. Weißt du, was mich das spontan erinnert? Weißt du noch das fette Vieh aus dem ersten Teil? Deine Mutti. Nein, was? Deine Mutti. Ja, doch, ja klar. Da, wo man dann später noch Basketball spielen konnte oder was auch immer. Genau. Oh, furchtbar, furchtbar. So es wackelt auf jeden Fall gerade bei mir. Nein! Nein! Oh, hier kommt was! Hinter? Was, vor uns? Nee, war nur so ein Organ, was vor mich gefallen ist. Und wieder auf meine Medipacks. Sehr schlecht manchmal. Also mit der Taschenlampe sieht man ein bisschen was. Wenn du, ne? Hör mal. Mein Lieblingsgeräusch. Oh, mein Lieblingsjahr. Hier müssen wir erstmal, guck mal hier. Halten. Müssen wir Händchen halten. Ah. Warte auf Partner. Wunderbar. Baby. Wo? Da rechts. Wir haben das. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Frozen Logs, wir bleiben hier. Isaac Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Oh. Da hinten müssen wir jetzt rein. Erstmal aufsammeln. Da ist auch eine Bank. Was? Anzugstation zeigt da zurück, wo wir hergekommen sind? Och Mann, oh. Wir müssen jetzt da lang, oder was? Wir müssen hier rein, glaube ich, ja. Ah. Aufzug! 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 Ja, gleich erstmal, wenn wir drin sind. Beträg mich nicht so. Ich brauche meinen Freiraum.
Aber Schatzi, seit wann denn das? Du wolltest doch immer schon schmusen. Komm, tanzen. Tanzen wir uns in den Fahrstuhl. Da. Finde ich auch so gemein, wie Kawa ihn direkt so abgewiesen hat. Wir sind keine Freunde. Mäh. Ja, so. Ich mag sie nicht, Isaac. Das kann ich. Oh, oder, guck mal. Da sind sie schon. Kommt der jetzt, ja? Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Ellie? Wie Baby? Ich wusste, du bist zu Sturm zu sterben. Captain! Warum knutscht die den? Das ist er. Isaac Clark, das ist mein Vergnügen. Austin Buckel, Marco Ops. Buckel, ey. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich hab dir so viel zu erzählen. Die hat aber ein knappes Hemdchen an, du. Nein, noch nicht. Isaac. Wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckel, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Mambava hat so eine Halbglatze, weißt du? Das finde ich irgendwie voll unerotisch bei Frauen. Was? Mambava hatte eine Halbglatze, das finde ich ziemlich unerotisch bei Frauen. Sie hätten mich wegen Ellie und dem Captain warnen können. Also wenn sie extrem kurz geschorene Haare haben. Ach das, ja, so kurze hoher Haaransatz, ne? Bin ich auf die Bank gegangen. Neue Platine Feuerrate, frage ich mich. Ich lese schon mal den Text, ja. Der Cracker Plasma Cutter wurde freigeschaltet. Stimmt, ich habe ja jetzt mit Dutch Spatze 2 angefangen. Das System ist extrem weit entfernt, jenseits aller Siedlungen. Es war immer riskant, blind hineinzufliegen, aber wir hatten keine andere Wahl. Wenn wir diese Marker-Epidemie stoppen wollen, müssen wir ihrem Signal folgen. Wir müssen die Quelle finden. Ja, das ist echt mit Caps Locks auch schwer. Santos hat eine Shockbake abgesetzt. Schockbarke. Damit die Eudora uns folgen kann und wir fliegen jetzt auf einen Trümmerhaufen im Orbit zu. Möglicherweise die Überreste einer alten Flotte. Während wir uns zu Aufklärungszwecken näherten, wurde unser Schiff von automatisierten Minen attackiert. Wir flogen direkt in das Trümmerfeld und konnten ein halbwegs intaktes Schiff, die CMS Roanoke, bergen. Sie hat keine Energie mehr, aber in ihrem Inneren befindet sich noch Luft. Ich habe Buckel, ein Schrapnellstück, herausoperiert und konnte seinen Zustand stabilisieren. Nachdem wir einen Notsender abgesetzt hatten, ging ich mit Santos los, das Schiff zu erkunden. Wir fanden heraus, dass man den Admiral in ihrem Quartier eingesperrt hatte. Wo war ich denn jetzt? Ach da. Da sie offensichtlich wahnsinnig geworden war. Als wir die Tür zu ihrem Zimmer aufbrachen, entdeckten wir eine komplexe Aufzeichnung dieser militärischen Expedition. Der Admiral wusste etwas über die Marker und ihre Verbindung zu diesem Planeten. Allerdings ist alles in Marker-Kauderwelsch geschrieben. Hm. Ich kenne nur einen Mann, der das entziffern könnte. Ich hoffe nur, Robert findet ihn und der Schock... Was? Ich hoffe nur, dass Robert ihn findet und der Shockbake wie geplant folgt. Wenn nicht, wird unsere kleine Gruppe entweder verhungern oder ersticken und die Menschheit wird aussterben, während die Marker sich immer weiter verbreiten. Ah, ja, die Marker sind an allem schuld, ne? Du musst mal hier, kannst du hinter, durch die Lücke hier, da ist ein Ding auf dem Boden, was leuchtet, hatte ich zumindest eben, kannst du mit F ranziehen. Okay, nö. Nee? Nö. Ist da nix? Bei mir nicht. Also ich hatte so ein rosanes, leuchtendes Ding. Das war irgendein Upgrade-Teil und das konnte ich da aufsammeln. Ich dachte, vielleicht wäre es für dich auch noch da. Nee, ich glaube, das haben wir beide dann. Ach ich so. Hab irgendwas gelesen, du kannst das für dich und deinen Partner aufsammeln. Dann gehe ich mal zur Bank und pack erstmal alles auf, Achso, warte mal, ich habe ja noch zwei, Plasma-Kern, die muss ich erstmal einlösen. Plasma-Kern, neue Platine. Erstmal zum Safe. Plasma-Kern, Schaden gefunden und Feuerrate. Geil. Was nehme ich denn hier? Ich sag gleich mal meinen Planet-Cracker hier. So, genau, erstmal das alles. Verwurst, das brauche ich alles nicht. Genau. Und F. Ja. Ich upgrade die Waffe später erstmal. Noch nicht. Noch ist alles zu einfach. Das kannst du alles wieder rausnehmen, ne? Die ganzen Platinen und so weiter. Ich habe alles bei mir reingebaut. Die ist extrem gut jetzt. Okay. Dann versuche ich es mal. Ich mache mir mal einen Munitionssammler.
Der ist zwar nur für mich, so wie das ausschaut, oder? Ah, ich weiß nicht. Halbleiter, Altmetall. Und dann Ziel Nachladen, nee, Schaden Schäfer. Hinzufügen. Plus 1 Schaden. Und Feuerrate brauche ich nicht. Das ist oben schon schnell genug. Dann nehme ich mal einfach... Mir fehlt halt Wolfram, sonst könnte ich was machen, dass sich unsere Stase beide zusammen mit auflädt, ne? Das wäre extrem gut. Hm. Also ich finde es gar nicht mal so schwer mittlerweile. Wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt ist, gewöhnt hat, dann... Ne? Dann ist das eigentlich ganz leicht mit diesem Upgraden. Aber liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir euch weiter langweilen, jetzt, wie wir die Waffen noch ein bisschen modifizieren, wir machen hier nochmal eine kleine Pause. Okay. Ne? Eine genau. Bewertung wäre super, netter Kommentar, freuen wir uns jedes Mal drüber. Hoffe, ihr bleibt auch weiter mit dabei. Und bis zum nächsten Mal. Auf dann jetzt. Auch bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski! Ja!